Pino, bist du fleißig bei der Arbeit? Immerhin, so wenn du da bist. So. Super. Freust dich, dass ich dich heute mal wieder besucht habe? Du kommst ja genau richtig. Ja. Sag mal, Pino, wann geht's denn hier richtig los? Erste Vierte, glaubst du, alles? Ja? Ja. Also ich war vorhin bei der alten Werkstatt und da war nichts los. Da hat mir der Jörg gesagt... Okay, ich versuche natürlich so schnell wie möglich, das hier alles fit zu kriegen, damit wir richtig anfangen können, oder? Ja. Ja, deswegen, wenn wir jetzt mal dieses Video machen jetzt, ins, auf YouTube stellen und mal allen Leuten mitteilen, dass ja. Der Pino umgezogen ist und bald hier losgeht, richtig? Ja. Damit alle deine Stammkunden wissen, wo es weitergeht. So soll es sein. Richtig, weil sonst wären sie ganz schön am Heulen, wenn sie den Pino nicht mehr hätten, wa? Ja, der eine oder andere sucht mich schon. Sagen wir mal so, viele haben sich an dich gewöhnt, wa? Ja. Richtig? Ich sage immer, wer mich sucht, der findet mich auch. Genau. Ich finde gut, die Lage ist nicht schlecht, ja. Aber so ein ganz kleiner Tipp auch von mir an der Straße, so schnell wie möglich mal ein Reklameschild machen. Ja. Hast du schon dran gedacht? Natürlich, ist alles schon in Planung. Super. Aber jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir hier die Hebebühnen, Abziehmaschine, Ausrufmaschine, ja. Dass wir es hier ein bisschen gemütlich machen, ja. Aufenthaltsraum. Ja. Siehst du, ne, da ist noch was so ich, Arbeit. Was ich ja gut finde, was bei Italiener ist, da gibt es ja noch einen Zusammenhalt. Die Familienangehörigen, Verwandte sind ja dann da, waren ja schon viele, die sich hier einfach mal geschaut haben. Und ich habe gesehen, dein Vater, der ist ja auch sehr fleißig, hilft sofort mit. Also dann, eigentlich kann da nichts schief gehen, richtig? Also ein großes Lob an deine Verwandte für den Zusammenhalt. Verwandte und Freunde vor allen Dingen. Ja, richtig. Ein paar Spezialisten, ob das der Gasinstallateur ist, ja. Ob das der Elektriker ist, ja. Ob das der Schreiner ist. Ja. Ich sag mal so, den habe ich über die Jahre immer was Gutes getan, dass ich den Autos repariert ja. Habe. Eine Hand wäscht die andere, oder? Und heute kommen sie alle hier nach und nach rein und helfen mir. Super. Dann war der Gasmann da, dann war der Elektriker da, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Super. Das ist schön. Super. Ja, dann hol mir doch mal hier dein, ist das ein Verwandter von mir, der junge Mann da? Der junge Mann, das ist mein angehender Azubi. Ja, hol ihn doch mal einmal ins Bild, komm. Soll mal ins Bild holen. Dominik! Ja. Komm mal eben, Dominik. Dominik, dann sag doch mal, was du jetzt bei Pino für eine Rolle spielst. So. Ja, ich bin der angehende Azubi bei ihm. Ich ja. Helfe ihm gerne. Ja, sag mal, wie bist du denn, Daniel, wie bist du denn auf Pino gekommen? Durch ein paar Jahren, also durch Empfehlungen, dass er aha. Ein ganz guter Chef ist. Aha. Ja, und dann du hast also in der alten Werkstatt schon bei ihm gearbeitet. Genau. Und hat dir total Spaß gemacht. Kann das denn sein? Da, aber dich habe ich da noch nicht angetroffen, oder? Nein. Wir beiden sind noch nicht mehr. Da war jemand anders, wo der da geholfen hat. Verstehe. Ja, ja, der macht schon seine 7. Klasse Praktikum bei mir. Aha. Und jetzt sind wir so weit. Der wollte eigentlich Schule abbrechen, wenn ich das mal so sagen ja. Darf. Und wie nennt sich jetzt bitte der genaue Berufsbezeichnung? Ich kenne ja immer noch die alte, bis ich Auto mich arbeite. KSZ-Mechatronik. Schließt das irgendwie Elektronik mit ein? Mechanik. Aha. Und sag mal, wie hast du denn jetzt bei dir festgestellt, dass du jetzt Mechatroniker werden möchtest? Wie hast du das? Also, ich gebe dich Verwandte, irgendwo hast du abgeschaut. Ja, das war schon früher. Also, mein Onkel, der hat auch viel mit Autos gemacht und es war schon ein Kindheitstraum. Aha. Den wollte ich erfüllen. Der jetzt durch Biener sich erfüllt. Er schraubt auch den ganzen Tag an Rollers rum. Ah, aber nicht auch einer von den lauten Rollers, die ich immer so höre? Ja. Ja? Das tut man so im Interview. Da erzählen wir aber jetzt nicht, das, wa? Okay. So. Sagen wir so, du machst nichts Verbotenes, wa? Nein. Das ist gut. Okay, dann danke ich dir. Okay, so.